Am liebsten würde ich morgen wieder zurück aufs Feld. Das ist auch, wo einmal das Fußball abgeht, mit der Mannschaft zu trainieren, auf dem Platz mit dem Ball zu arbeiten können. Aber bei mir ist das noch weiter fern. Also, es ist auch so, dass ich sehr Muskelmasse verloren habe und das wieder aufbauen muss, dass links und rechts bis zu 100% gleich sind wert. Und das braucht natürlich Zeit, aber ich würde am liebsten sofort wieder auf den Platz, aber leider geht es, man muss auch die Geduld haben. Auch bei so einem Heilungsprozess, dass man da alles richtig macht, auch auf die Ärzte hört. Und ich glaube schon, dass ich einen Monat wieder leichtes Balltraining machen kann. Ja, der Heilungsverlauf ist eigentlich auf gutem Weg. Knorpel sind bis zu 100% nachgewachsen, das ist schon mal ein positives Zeichen. Also der Bernd Hase hat eine intensive Mikrofrakturierung vom Knorpel im Kniegelenk. Ich habe jetzt Bernd 2 Wochen in der Reha. Bis jetzt ist alles reibungslos abgelaufen, keine Komplikationen. Er hat ein reizfreies Knie, keine Schwellung, keinen Guss mehr drin. Also läuft alles prima. Ich habe in den letzten 2 Jahren eigentlich all die grossen Events verpasst. Und wenn ich so weitergemacht hätte, dann wäre ich vielleicht in einem Jahr wirklich Sportinvalid gewesen. Und darum war die Operation nötig gewesen. Es war für mich im Kopf so, gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ist wie beim Auto einfach der grosse Service, wo man alles rausputzt, alles rausschabt. Gerade mit der Reha, wo man Sachen macht, die man eigentlich nicht so gerne tut als Fußball. Das heisst eben Velofahren im Konditionbereich. Materieball hat man nicht jeden Tag, man ist nicht bei der Mannschaft. Eben die Vereinbarung habe ich mit mir getroffen, dass ich gesagt habe, ich mache alles dafür, dass ich mein Ziel wieder erreichen und das ist so schnell wie möglich wieder auf den Platz Fußball spielen können. Der Schmerz ist natürlich grösser, dass man nicht mitmachen kann oder der Mannschaft helfen aktiv zum Erfolg. Dass ich diese Saison zum Einsatz komme, ist unwahrscheinlich. Also es ist sicher ein kleiner Glaube, ist da, wo man sagt, okay, wenn der Heilungsprozess gut verläuft, dann könnte ich vielleicht die letzten Spiele noch machen. Klar, dass in dem Business, gerade im Fußballbusiness, wenn man verletzt ist, dann merkt man, man ist ersetzbar. Es sind andere Spieler, die hinten dran sind und da wird einem nicht Danke gesagt für das, was man gemacht hat, sondern dann ist der nächste Spieler, der da ist und über einen wird nicht mehr geredet und das ist leider in dem Business so. Die Euro im eigenen Land, man muss sich freuen auf so ein Event und gerade für eine Schweizer Mannschaft, die viel erreichen kann, die ein Potenzial hat, auch mit jungen Spielern. Und da ist es für mich interessant, wie weit schaffen sie oder wie können sie sich an so einem Event entwickeln. Das ist ja immer eine Turniermannschaft, die nicht so viel Erfahrung hat, weil wir in den letzten Jahren wirklich nicht an jedem Event dabei waren. Aber es ist klar, dass man sich auf Mannschaften freut wie Italien, Portugal. Die Engländer sind leider nicht dabei, aber es sind andere interessante Mannschaften, die guten Fußball spielen. Und ich hoffe, dass das interessante Spiele für die Schweizer und dass wir da sehr weit vorkommen.